Auf dem Weg zum Tsingy von Bemaraha legen wir, nahe der Baobab-Allee, einen weiteren Stopp im Kirindi-Nationalpark ein. Im Parkzentrum gibt es eine einfache Unterkunft und Holzschnitzarbeiten der Sakalava. Der erste, der um uns herumschleicht, ist kein Lemur, sondern ein Fossa. So nennt man die größte endemische Raubtierart auf Madagaskar. Sie wird knapp einen Meter lang und ernährt sich hauptsächlich von Lemuren. Aber Hühner und Haustiere werden auch nicht verschmäht. Der Trockenwald von Kirindi beherbergt eine große Zahl von unterschiedlichen Lemurenarten. Bei unserem Pirschgang am Nachmittag stoßen wir auf einige, obwohl diese Tiere eigentlich nachtaktiv sind und tagsüber meist in Astgabeln und Baumhöhlen vor sich hin schlafen. Der Rotbauchmaki ist auch tagsüber sehr aktiv, weil er wegen seiner kalorienarmen Beerennahrung zu jeder Tages- und Nachtzeit am Fressen ist. Der Rotstirnmaki ist kleiner und fetter als der Rotbauchmaki. Er ernährt sich nicht nur von Beeren und Blättern, sondern auch von Pilzen und Kleintieren. Die größte Lemurenart im Kirindi-Nationalpark ist der Larven-Sifaka, der zu den Indri-artigen gerechnet wird. Er ist tagaktiv und verbringt fast die ganze Zeit in den Baumkronen. Er lebt meist in Gruppen von 4 bis 8 Tieren zusammen und ist an die Trockenheit in Westmadagaskar besonders gut angepasst. Der Chef sitzt da oben, ne? Bei einer Nachtwanderung haben wir das Glück, den seltenen Bärte-Mausmaki zu sehen. Er ist der kleinste bekannte Primat und kommt nur im Kirindi-Wald und seiner näheren Umgebung vor. Vom Kirindi-Reservat sind es noch gut 100 Kilometer zum Tsingy von Bemaraha. Dabei müssen 2 Flüsse gequert werden. Brücken gibt es keine und die Anfahrt ist nur in der Trockenzeit möglich. Der erste Fluss ist der Tsiribinya. Die Fährfahrt dauert über eine Stunde und endet in Belo Tsiribinya, einer Kleinstadt, die etwa auf halbem Weg zwischen Morondava und dem Tsingy von Bemaraha liegt.
Dann geht es weiter auf stundenlanger Fahrt durch die Trockensavanne. Nur an wenigen Stellen gibt es kleine Wasserläufe und etwas Grün. Hier warten dann die Chamäleons auf die nächste Regenzeit. Gegen Abend erreichen wir den Manombolo, an dessen Nordufer das Kalksteinmassiv des Tsingy von Bemaraha liegt.